Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 14. Mai 1998. Heute, vor 25 Jahren, starb der amerikanische Sänger und Schauspieler Frank Sinatra. Ein Beitrag von Karl Lippegaus. All alone, I'm so all alone. Er ist dünn, verliert leicht die Beherrschung, sein Gesicht zeigt Narben. Ein kleiner, drahtiger Kerl mit großen Ohren und Sexappeal. Rasch begreift Frank Sinatra, welche enormen Möglichkeiten sich ihm durch Radio und Schallplatte bieten. 1940 erobert der 24-Jährige mit dem Tommy Dorsey Orchester die amerikanischen Radiowellen. Ich werde der größte Sänger aller Zeiten. Like the beat, beat, beat of the tum-tum. Am 12. Dezember 1915 wird er in Hoboken geboren und als Einzelkind von der Mutter geliebt und tyrannisiert. Er fürchtet sie und will ihr doch ähnlich sein. Während der Prohibition führen die Eltern eine Bar, in der steht ein automatisches Piano. Manchmal setzte mich ein Gast oben aufs Klavier und ich sang zu der Musik auf der Walze. Eines Tages gab man mir 5 Cent und ich sagte mir, das ist es. Beide Eltern sind anfangs dagegen, dass er Sänger wird. Mein Vater redete deswegen 1 Jahr lang nicht mehr mit mir. 1 Jahr. Frank bricht die Schule ab und singt mit den Hoboken vor. Dolly, die Mutter, hat eingelenkt und ihm ein Mikrofon mit 2 Boxen gekauft. Damit tritt er in den Bars auf. Er beginnt ein Schwimmtraining, um sein Atemvolumen zu erweitern. Beim Tauchen lernt er die Songtexte auswendig. All or nothing at all. 1939 markiert der Song All or Nothing at All mit der Harry James Band den Beginn seiner Karriere. Eine Big Band, die er nach 6 Monaten schon wieder verlässt, als ihm Tommy Dorsey mehr Gage bietet. 110 Songs nehmen sie zusammen auf. Vor ihm hatten Sänger die Worte pedantisch betont, auf Kosten von Swing und Improvisation. Ich habe immer gedacht, dass die Worte zuerst kommen. Immer. Bei gutem Popgesang hört man auf jedes Wort. Schlechten erkennt man an der Verliebtheit in die eigene Stimme. Der Song wird zweitrangig. Sinatra lernt vom Jazzgesang. Wie für Ella Fitzgerald, deren Fan er wird, beginnt auch seine Karriere vor dem Zweiten Weltkrieg. Vor ihnen sind Louis Armstrong und Billie Holiday die dominierenden Größen. Sie gehören zu den ersten, die das Mikrofon kreativ nutzen. Ich setze alle Modulationen der Klangfarbe ein, die meine Stimme hergibt. Und das Mikrofon bringt jede Nuance, sogar ein Flüstern. Obwohl aus Sinatra, der bei Dorsey viel über Atemkontrolle gelernt hat, nie ein Jazzsänger wird, improvisieren tat er kaum, so hat er doch Swing. Er spürt, wie der Geschmack von den Big Bands zum Sologesang umschwenkt und versucht den Alleingang. In den 9 Jahren bei Columbia Records verliert er zunehmend die Orientierung. Die turbulente Ehe mit Ava Gardner zerbricht. Einige schreiben ihn bereits ab. In einem einzigen Take nimmt er für Ava, die Liebe seines Lebens, diesen Song auf. I'm a fool to want you. Die Maßanzüge, die Hüte, die Zigaretten, der Whisky werden sein Markenzeichen. Humphrey Bogart erklärt, das Paradies sei für Frank ein Ort, an dem es nur Frauen und keine Journalisten gebe. Im Film From Here to Eternity, verdammt in alle Ewigkeit, zeigt er, dass er eine zweite Karriere als Schauspieler hätte haben können. Ab da gehen auch seine Plattenverkäufe wieder hoch. 1953 setzt der mittlerweile 38-Jährige neu an. Sein erstes von vielen Comebacks zeigt ihn swingend vor einer Big Band als Crooner des Jet-Zeitalters. Come fly with me, let's fly away. Frank Sinatra war The Voice, die Stimme. Sein Publikum zu erreichen, war ihm das Wichtigste. Wer ihn noch 1993 live auf der Kölner Domplatte erleben durfte, spürte immer noch das Charisma des ewigen Helden der Swing-Ära. Häufig endeten seine Konzerte mit dem Satz: Danke, dass ich für Sie singen durfte. Eine Autobiografie schrieb er nie. Es gibt zu viele Dinge in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin. Frank Sinatra starb am 14. Mai 1998 mit 82 Jahren in Los Angeles. Yes, it was mine.